Hallo, hallo und willkommen zurück zu Xenoblade Chronicles. Wie versprochen, gehen wir einmal hier übernachten. Boreas ist mit im Team. Wir machen einen kurzen Aufenthalt. Und so triggern wir hoffentlich, Alter, das Harmoniegespräch. So, das ist ja Bedingung für Boreas, da bei den Harmonieringen, glaube ich, auch aufzusteigen. Really? I'm still getting stronger. Ja. So können wir vielleicht auch die Drachenviecher im Bauch besiegen. Tora feels stronger. Aber wir machen heute mit Story weiter. Ich habe es versprochen. Da ist es. Wo steckt denn Boreas? Troll will losgehen, zusammen lecker Mampfi schnabulieren. Njam, 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 njam. Nunu, Boreas isst schon? Gasthauswirtin hat gesagt, in Nähe von hier gibt es leckerstes Frühstück in ganz Alrest. Troll wollte zusammen mit Boreas dorthin, aber jetzt ist Bauchi von Boreas schon knallevoll. Ein leckeres Frühstück? Worauf warten wir dann? Nu, Boreas soll doch auf Tora warten. Ich glaube, in Boreas ist einfach ein schwarzes Loch. Da passt alles rein. So. Here is place. Word on street is, this place serve amazing breakfasts. What is matter, Boreas? Simin begging you away. It's no good. No good? What is no good? I'm just not in the mood to eat the food here right now. Something wrong with food here? No, it's not bad or anything. It's just no good. I want to go someplace else. I want to go eat in Argentum. If go all the way to Argentum now, Tora die of starvation. Oh, it won't take that long. I'll just pop over and be back in the blink of an eye. Boreas is only one can do that. Come on, we eat food here. But I don't want to. Oh, calm down, you two. Boreas, tell me something. Du bist also beim Frühstück ziemlich wählerisch, ja? Was genau passt dir hier nicht? Ja, ich bin mal direkt und frage, was ihm hier nicht passt. Direkt mal danach fragen, wo der Schuh drückt. What's your beef with this place? I wouldn't say I hate the place. They serve some pretty nice food here. Then what problem? Menu has big variety, so should not be problem with choice. Listen. There's just nothing I want to eat here anymore. Even littlest little pun is not that picky. I'm not being picky! The truth is, I already checked out all the food here before you all woke up. Boreas did what? Meh meh meh. Then food you were eating back at inn was... You got it! That was all from here! Oh, I've already had my fill of everything on the menu. Oh. That's a Boreas for you. Put a tasty sausage at the finish line and he'd beat the world's best sprinter. Boreas too fast for Tora. Tora cannot keep up. Alles klar. Hat Boreas überhaupt so viel Geld oder benutzt er einfach unser Geld? So. Dann gucken wir mal bei ihm rein. Ta-ta-ta-ta. You may refer to me as the Marquis of Max Speed. Genau, was haben wir jetzt hier freigeschaltet? Mehr Bergungstechnik und Leichtfüßigkeit. Ja, das passt zu ihm. Hier müssen wir noch ein bisschen Vertrauensstufe erhöhen. Und hier müssen wir noch mit ein paar mehr Nopon sprechen. Okidoki. So. Hey, us again. Nicely done. Dann gehen wir halt nochmal ins Menü rein. Godfrey ist zurück. Ich habe ihn unterbrochen, Entschuldigung. Aber immerhin
habe ich was freigeschaltet für ihn. So, wie sieht's hier eigentlich aus? Vertrauensstufe erhöhen. Das müsste ja mit dem nächsten Auftrag erledigt sein. Feels like my intuition. Ja, ja. Ooh, I'm really getting the head. So, die Einheit ist auch zurück. Da kam die ja zeitgleich zurück. Sehr schön. Can't wait for the next fight. So. Guck mal, hier gibt's was Neues. Ach ja, das ist das von dem einen Nopon. Ah, jetzt gibt's nichts Neues mehr für Godfrey. Das ist ja skandalös. Dann machen wir das hier einfach mal. Sie müssen weiblich sein. Nee, das Spezialtalent packen wir noch rein. Das auch, und dann schicken wir die los. Let's go. Und dann machen wir einfach noch eine. Kriege ich noch Talente rein? Ja, eins zumindest. Das reicht auch. Weg mit euch. So. Wäre das erledigt? Einmal nach Uraya. Nach von Samyma. Hierhin, bitte. Boah, die Texturen. So, ich möchte ganz kurz noch gucken, ob ich Windstufe 5 zusammenkriege für da oben. Ein Moment. Nope, kriege ich nicht zusammen. Dann können wir weitergehen. Wir brauchen ein Schiffchen, um nach Mor Adain zu kommen. Schiff hier fährt nach Goldmund in Argentum. Okay. Reise für Bergungstaucher umsonst. Ja, dann los. Ich wollte direkt nach Mor Adain eigentlich, aber gut. Gut, geht auch gleich los. Nach Argentum wäre ich auch so gekommen. Da wären wir. Hey, it's Rex! Rex come back alive? Rex have many sidekicks now. Quite the little celebrity, aren't we? Well, you know, I've been trading here for a while. Anyway, I'll find us a ride to the Empire. You guys go on ahead to the inn. Sounds good. See you around then. Also, soweit ich weiß, legen die Schiffe zum Ardenischen Kaiserreich am... Ey. am Flugdeck auf der vierten Ebene ab. Verzeihung. Ich meine, da wäre auch irgendwo ein Schalter, an dem man Fahrkarten kaufen kann. Schauen wir mal, ob wir den finden. Stimmt, so offiziell war Rex ja noch nicht mit den anderen hier. Nur inoffiziell mit mir. So, let's go, Corvin. Willkommen, ja, hi. Wir können uns auch eigentlich direkt dahin teleportieren. Einmal zum Flugdeck. We're here. So. Okay, let's make a start. Murmur. Bitte einmal Tickets. Ach, die Kamera wieder, ne? So. Ja. Ich würde gerne eine Fahrt nach Mor Adain buchen. Habt ihr an Bord noch Platz? Ihr Freund kann unbesorgt sein, jede Menge Platz vorhanden. Ist Freund allein unterwegs? Nein, wir sind, so um die 6. Nu, ist große Gruppe. Momo macht Sonderangebot für Gruppe. Fahrt nach Mor Adain, nur 4000 Gold, Schnäppchenpreis. Ich bin übrigens Bergungstaucher. Bergungstaucher dürfen umsonst auf Schiff, oder? Oh, dann reduziert Momo Preis von Sonderangebot auf Gruppensonderangebot nur noch 3000 Gold.
Kannst du die anderen nicht auch als Bergungstaucher durchwinken? Ich meine, wir sind doch eine Gruppe. Nunu, was sagte Freund noch gleich über Anzahl von Mitreisenden? 6 oder so. Und wie viele davon Bergungstaucher? Ne, nur ich. Und wie viele dann nicht Bergungstaucher, Nu? Viele halt. Dann bitte nicht rumgeizen und 3000 Gold locker machen. Momo hat großes Herz, aber Momo ist nicht Wohlfahrt. Na gut. Momo dankt vielmals. Wenn Freunde bereit für Reise sind, kurz Momo Bescheid geben, dann sofortiger Aufbruch. Mist, die Nopon hier in Argentum sind echt harte Verhandlungspartner. Inuraya hätte das auf jeden Fall gezogen. Na gut, dann werde ich mal zurück zum Gasthaus gehen. Die anderen warten bestimmt schon auf mich. Ticket nach Moradane. Dann wollen wir mal. Tetteretetetete. Ist ja eigentlich nur runterspringen, ne? So wie das zivilisierte Bergungstaucher nun mal machen. Nein. Okay. Das reicht nicht. Zack. Das war eine Etage zu tief. Ich hätte auch einfach normal runtergehen können. Eine Quest. Falala. Hi. Ja. Alles okay? Freunde denken, Falala macht Monsterschreie nach. Tut mir leid. Macht nichts, können Freunde ruhig zugeben, denken alle, wenn Falala singt. Oh nein, was ist los? Falala will berühmte Sängerin werden, will in ganz Eiris bekannt werden. Dann hört vielleicht irgendwann auch Sonepon Falalas Lied und fühlt sich nicht so einsam. Erzähl weiter. Nun ja, Sonepon Solala ist bei Fischfang verschütt gegangen. Oh. Aber Falala ist sicher, dass Sonepon am Leben ist. Würde Sonepon ja suchen gehen, aber Falala wird immer doll seekrank. Schiff kommt nicht in Tüte. Sonst kommt anderes in Tüte. Wenn Sonepon wenigstens berühmten Namen Falala zu hören bekäme, dachte Falala und fing mit Singen an. Cool. Leider hat Falala Stimme, wie die Milch sauer werden lässt und so viel Talent wie röhrender Gunkor. Wenn so weitergeht, wird Falala nur als Imitatorin von Monsterschreien berühmt. Ja, aber berühmt, ne? Ich kann helfen, wenn du willst. Freunde wollen Falala wirklich helfen, gute Sängerin zu werden. Oh, freu, freu. Neulich hat Kunde Falala Geheimnis verraten. Gibt Medizin, die Stimme wunderschön macht. Wundermittel heißt, Falsettin? Falsettin? Medizin nirgendwo zu kaufen, man muss Zutaten finden und selbst machen. Können Freunde helfen? Das kriegen wir hin. Gute Antwort, positive Einstellung von Freunden erinnert an Solala. Zutaten sind Bärglöckchen und Pandafeilchen. Kann beides in Provinz Gormod gefunden werden. Sobald Freunde Zutaten gefunden haben, bitte gerne Küche zum Kochen von Medizin benutzen. Ja, aber hinterher gut sauber machen, ne? Harmonie von Zutaten ganz wichtig beim Kochen, sonst funktioniert Medizin nicht. Hoffentlich klappt. Wo kann ich denn kochen? Verlorener Sonepon. Kann ich mal aktivieren? Okay. Wir müssen das kochen. Kann ich hier kochen? Right. So it looks like we're heading out tomorrow. Everyone, make sure you're ready by then. Understood. Affirmative. The tea here is lovely. You can find quality goods here from all around, Allrist. You like the place? Yes. If there's time before we leave, I think I'll have another cup later. Feels so good to rest in a proper inn after a long voyage. Yeah, it's good to be on familiar shores again. Mit die Mütze. Oh.
my bed. Wait! Get out! Interloper! Monster! Wait a minute, would you? Ow! You're the one in my room. The guy's room, see? I can't believe it. I did it again. I am such an idiot. Is this what they call sleepwalking? You were staring. Huh? Pervert. Whoa, 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 whoa! She's certainly exposing an awful lot of skin. Das ist keine Ausrede. Hot meat kettle. Would you care to explain what that is supposed to mean, my good sir? Have you looked in a mirror recently? Hi. Pyra? Oh, good morning. Listen, about earlier... I'm sorry about Mithra. She gets very confused when she's just woken up. I see. It didn't get violent, did it? No, I didn't do anything weird. Not a thing. No, it was more Mithra I was worrying about. Oh, right. I guess... She did throw a thing or two. Oh no. So that was where that came from. I'm sorry. Did it hurt a lot? No, not at all. Really, I'm fine. Are you sure? Honestly, my head is still a little painful. To be young again. Indeed, indeed. We need a little romance in our lives too, eh? Actually, I'm quite all right. Aegeon. Yes. I have returned from my assignment, Your Majesty. Welcome back, Morag. You too, Bridget. I'm honored. It is good to see you again, Bridget. You look well, too, Aegeon. So this Aegis truly was the genuine article? Indeed. And the boy? From his garments, he appeared to be a young salvager. I would be most interested in meeting him. That can be arranged. We have received reports of an attack on a ship headed for the Praetorium. A transport vessel? Yes, carrying a cargo of core crystals. Core crystals? Torna's work, then? Most likely. According to a lucky survivor, the culprit was a masked man. Jin. It must have been him. This is the third time. From what I hear, Urien vessels have also suffered significant damage. My sincere apologies. This is all my fault, Your Majesty. I let that Torna girl off lightly. I should have interrogated her more. You set the captive loose because you felt it necessary, did you not? That is enough for me.
Besides which, if this really is the doing of that masked man, I doubt he would have been stopped, even by an army 5,000 strong. We have more pressing issues to consider. Such as? The Senate have independently resumed the excavation of Judicium. The pro-war faction, Senator Roderick. The loss of those core crystals must have made them restless. Judicium is a very delicate region. It would be unwise to provoke Uriah. I understand your meaning. If the Senate make any unsavory moves, we can take action. I'm counting on you, dear sister. Der kleine Kerl ist nun wohl Moradanes König? Sagt man König? Ich glaube ja. Wo legen nochmal die Schiffe zum Ardenischen Kaiserreich ab? Vom Flugdeck, oben auf der 4. Ebene. Ah, okay. Gehen wir näher? Ja, bitte Zahn zu, den Tower Platz bald von Neugier auf Kaiserreich. Der Kaiser, nicht König. Der Kaiser ist das. So, alle wieder beisammen. Sehr schön. Ja, wie Jin das Flugschiff auseinandergenommen hat, haben wir ja früher auch in einer Cutscene gesehen. So, brauche ich nur Katine. Wunderbar. Einmal Falsetin für Falala. So, hier bitteschön. Falala wird weiter üben, bis Medizin fertig ist. Medizin fertig, hippie. Taro hat Kram dabei, da. Das ist also berühmte Medizin Falsetin. Runter damit. Puh, bitter, aber irgendwie auch süß. Ziemlich vollsaftige Angelegenheit. Muss sofort Lied anstimmen. Ja, na, war gut? Die Wahrheit natürlich. Nicht mal Medizin kann Falalas Stimme süß machen. Vielleicht war Harmonie von Zutaten nicht ideal. Tut mir leid. Aber bitte, Freunde sollten keine allzu großen Vorwürfe machen. Falala hat einfach viel zu viel erwartet. Falala traut kaum zu fragen, aber könnten Freunde nochmal neue Medizin machen mit mehr Harmonie? Yep, wir machen das. Für Falalas Traum, gegen Solalas Einsamkeit. Danke, Pon. Let's go. Das machen wir nochmal. Nein. Kann ich bei dir was kaufen? Okay. Ich dachte an was Neues. So. Ich fang mal von unten an. Eins davon wird das Richtige sein. Ich möchte aber nicht alle Zutaten jetzt verballern. So, Zutaten für Medizin sind Berglöckchen und Pandafeilchen aus Gormod. Und dann harmonisch kochen, damit Medizin auch gut wird. Wenn Freunde kochen wollen, Küche steht jederzeit zur Verfügung. Warte nochmal, bitte. Berglöckchen und Pandafeilchen. Yes. Es wird ja alles aus Berglöckchen und Pandafeilchen gemacht. Ja, na gut, hier. Einmal das. Einmal das. Warte, nur das vierte Rezept wird nicht nochmal... okay. Dann wird das vierte richtig gewesen sein. So, Falala wird weiter üben, bis Medizin fertig ist. Ja, ja. Hier bitte. Das ist also berühmte... Ja, gluck, gluck, gluck. Das hatten wir ja schon. Hals fühlt sich ganz dick an und bauchig ganz heiß. Muss sofort Lied anstimmen. La 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 la. Li 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 li. Lula li la la. Nu nu nu. Stimme ist plötzlich unglaublich wohlklingend. Zeit für Falalas ersten Auftritt. What? Damen und Herren, Pornsängerin Falala ist ganz neue Falala. Bitte Lied anhören und nicht schwätzen. La 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 la. Li 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 li. Luli la la la. Welch wunderbarer... Wunderbar beruhigende Stimme. Sie singt wie eine Fee. Das ist wirklich echt, Falala. Klingt wie ausgewechselt. La 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 la, wie ist das schön. Stimme nicht mehr schrecklich. Falala la, hat alles nur Freunden zu verdanken. Auftrag erledigt, ja. Tretet heran, lauscht dem Klang. Hier singt Falala la la. Okay. Das möchte ich nicht nochmal machen, ja? Bitte.
Da ist Falala. Willkommen! Oho, sind ja Freunde von Sovor. Vielen Dank für eure Hilfe. Ein Tagchen. Dank Hilfe von Freunden hat Falala jetzt mehr Publikum. Aber nur mit Singen in ganz Alras berühmt werden ist sicher schwer. Auf diese Weise wird Sohne von Solala nie von berühmter Mama Pon hören. Mist, was nun? Aber Falala hat gute Glanzidee. Falala wird nicht nur durch Gesang berühmt, sondern auch durch leckerstes Happy von ganz Alrest. Geschäft wird berühmt werden für Mama Pons schönen Gesang und Mama Pons lecky schmecky Happy. Die singende Köchin, oder was? Davon wird Solala hören und geliebter Mama Pon und zu geliebter Mama Pon zurückkehren. Also los, Falala muss sofort lecky schmecky Happy kochen. Ohoho. Was ist? Natürlich sind gerade jetzt Zutaten alle, die Falala unbedingt braucht. Ja, natürlich. Ohne Rhinos, Schwanz und Hopper-Schnitzel ist Gericht von Falala unmöglich. Wir helfen natürlich. Gibt es beides nur sehr selten auf Markt. Bitte helft, Freunde. Rhinoschwanz ist in Uraya und Hopper-Schnitzel in Provinz Gorma zu bekommen. Müsste ich aber trotzdem nicht haben. Okay, gut. Falala will nicht. Wir werden aufs Spukdeck gehen jetzt. Ich will nach Mor Adain. Ja, ja, ja. Kannst du mir was machen? Nee. Goldzylinder gehen noch nicht. Okay. So, lass uns nach Mor Adain reisen. Das ist die Brücke. Haha. Ich muss doch eine Etage tiefer. Schwupp. Das ist nicht eine Etage. Upsi. So. Let us go. Mumua, hallo. This light. What is it? Rock's core crystal. It was like a stone. What happened? Don't you remember, Rex? Vanam told you. Core crystals don't die. They always regenerate after a while. Regenerate? Ready to be reawakened by a new driver. So, if I resonated with it now... Then a new rock would be born into this world. A new rock? Vandam's blade. What do? I'm not sure. Taking Vandam's old partner. It just doesn't feel right. Yeah, but maybe he would have wanted you to do it. Just do whatever. Right. Probably time we headed for the ship, right? Oh, yeah. I'll go ahead and register us for boarding. Nia, do we really need to rush? Sure, we could take our time and miss out on the good seats. Oops. Ow. What was that kid's problem? Rex, your bag! Huh? No. No. No! What have you lost now? Rock's core crystal. It's not here. You mean the little blighter? After him, at once. Titan's foot. Dieser kleine Brat. Ja, ich habe gesagt, oder gesagt, sofort resonieren und nicht erst noch aufs Luftschiff. Aber jetzt haben wir den Schlamassel und der Kernkristall ist weg. Toll. 40 Meter unter mir. Let's go. Ich krieg dich, du Schwein. That little thief looked pretty young, right? Yeah. And those ears. Gormotti for sure. So let's see. There, that's the brat. Whoa! What do you think you're doing? Why, that little... He stole the old ship. What now? Let's go. Are there any other... There's one! Garam! Hey, Rex. What's the big hurry? Lend me a boat. What?
I mean, sure, but why? There was a pickpocket. Took our core crystal. Over there. Over there? Hold it! Bring that ship back here! Why, that's Pitman's ship. Your thief's on board that thing. Please. All right, then. The key's in the slot, so you can take her right out. Thanks. I'll bring her back as soon as I can. No worries. Go get him, Rex. Wir hätten vielleicht nicht alle den Schlüssel stecken lassen, dann würde das nicht passieren. Aber gut. That the ship! Yeah, no doubt about it. This is where he got off. He may still be somewhere nearby. Right, then let's ask around and see what we can find. Good plan. Ja, let's go. Haltet den Dieb. Happy to report mission was a success. Ich habe jetzt keine Zeit dafür. Aber egal. Seid eine Truppe. You should be pleased with the outcome. Ja. Vielen Dank, dass ihr das gemacht habt. I can keep this attack is something else. Mm-hmm. Das dauert halt immer ewig. Wenn da die ganzen Klingen erstmal durch müssen. So. In 4 Minuten ist auch die andere Mission fertig. Wir machen das hier. Wenn ich das zusammenkriege. Na, da muss ich richtige seltene Klingen reinmachen. Ja, nehme ich einmal sie und einmal sie. So, der Rest ist mir. Ah, nee. Warte, du nicht. Du bist nicht stark genug. Dann kommt Ursula rein. Ja, ja. Los mit euch. Hopp, hopp. So. Hast du einen Gamotti-Jungen gesehen? Er müsste aus Richtung des Hafens gekommen sein. Ja, der ist an mir vorbeigekommen. Das Schiff hatte gerade angelegt. Da stürmte er treppaufwärts, als wäre eine Horde wilder Amas hinter ihm her. Ja, ich fühle mich wie eine Horde Amas. Ich bin stinksauer. Ich weiß doch, dass ich mir dachte, den hast du hier noch nie zuvor gesehen. Aber das ist auch schon alles. Danke. Weiter geht's. Die Treppen rauf. Ey du, Hanna Hanna. Hast du einen Gomotti-Jungen gesehen? Er müsste aus Richtung des Hafens gekommen sein. Oh ja, Hanana. Nee, Hanahana hat Jungen ganz deutlich gesehen. War schmutziger Junge, rannte mit viel Polterpolter Treppen rauf. Hanahana hat schon viele Länder bereist. Arme Jungpon gibt es in fast allen Ländern leider. Ob Moadain, Uraya oder sogar Indul, gibt überall Kluft zwischen Leuten mit Kaching und Leute ohne Kaching. Macht Hanahana sehr traurig. Oh, Freunde verfolgen Jungen, weil Freunden wertvolles Funkeldings gemobst wurde. Ha. Freunde sollten doch wissen, Werkzeugs muss man bombensicher verstauen. Vor Reiseantritt. Ja, ich werde in Zukunft vorsichtiger sein. Hihi. Haha. Oh Mann. So. Wo ist er lang gegangen? Hast du eine Ahnung? Jorah ist auf Verfolgungsjagd. Rex wurde von kleinen, gemeinen Dieb bestohlen. War Gomati Junge hier? Da war ein Junge, der in Richtung Bauernhof gelaufen ist. Meint ihr den vielleicht? Ach, mit dieser Stadt geht es bergab. Erst neulich war da doch dieser Vorfall, wo es plötzlich kein Wasser mehr gab. Können wir jetzt endlich mal mit dem Thema aufhören? Torrigoth beherbergt den größten ardenischen Stützpunkt in ganz Gormod. Wir sind hier echt gefährdet. In anderen Regionen gibt es weniger Ardener. Da geht es sicher ruhiger zu. Egal, ich hoffe, ich konnte euch helfen. Danke! Weiter geht's. Let's go Richtung Bauernhof. Du da. Millie. Erzähl doch mal. Jorah ist auf Verfolgungsjagd. Rex wurde vom kleinen gemeinen Dieb bestohlen. War Gomotti Junge hier? Nee, da kann ich euch leider nicht helfen. Ich war total vertieft in meiner Arbeit. Naja, wenn ihr euch sicher seid, dass er hier lang gekommen ist, dann fragt doch mal die anderen Leute. Danke. Fragen wir die anderen. Kann ich hier was abgeben? Nee. Schade.
So. Kam ein Gommotti-Junge hier vorbei? Spielt ihr etwa Fang? Dann kann ich euch unmöglich was sagen. Das wäre unfair. Nein. Wie bitte? Der Junge, den ihr sucht, hat euch bestohlen? Dann war das vielleicht der Junge, von dem Otto immer erzählt. Erzähl weiter. Otto ist Holzfäller und erzählt mir oft von einem Jungen, der draußen vor der Stadt herumlungert. Er hat ihm jedes Mal gesagt, dass es draußen zu gefährlich für ihn ist, aber der Racker ist immer nur weggerannt. Mehr weiß ich nicht. Am besten fragt ihr Otto selbst. Er treibt sich für gewöhnlich beim Holzschlag von Nocklia rum. Viel Erfolg. Aber er ist doch Richtung Bauernhof gerannt. Na gut. Dann werden wir mal dahin gehen. Hierhin bitte. And we're you. Let us go. Otto! Hast du einen Gomotti-Jungen gesehen? Er müsste aus Richtung des Hafens gekommen sein. Ja, den Burschen habe ich schon öfters gesehen. Ein flinker Bengel ist das, sag ich euch. Entwischt mir jedes Mal. Erzähl weiter. Gerade eben erst war er wieder hier. Ich habe wie immer gearbeitet, als ich plötzlich Schritte hinter mir hörte. Kaum drehe ich mich um, sehe ich, oh Wunder, wieder dieser Bengel. Aber heute ist er extra schnell weggerannt. Wenn ihr mich fragt, ist der Knabe nicht von hier. Die Kinder aus Shorygoth hätten nie den Mumm herzukommen. Wo der Bursche immer hinrennt, kann ich euch leider auch nicht sagen. Ich hatte nie die Zeit, ihn zu verfolgen. Aber ihr habt doch Klingen bei euch. Die könnten doch versuchen, seine Spuren zu verfolgen. Als er vorhin abgehauen ist, hatte es gerade geregnet. Also solltet ihr seine Spuren noch sehen können. Großes Danke, Pon. Ja, kriegen wir hin. So. Eine verzweigte Mission wurde gestartet. Wie der Name vermuten lässt, ist dies eine Mission, die sich auf mehr als nur eine Weise meistern lässt. Sieh dir zuerst die Fußabdrücke genauer an. Hast du mit einer Klinge resoniert, die über die entsprechende Fähigkeit verfügt, ist diese Mission ein Klacks. Verfügst du jedoch über keine solche Klinge, dann solltest du mit Otto reden. Er wird dir sicher einen Tipp geben, wie du dein Ziel dennoch erreichst. Okay, wir gucken mal nach der Söldnertruppe und dann nach den Spuren. Ja, danke schön. Hey, damit ist die fast voll, ne? So kann man Klingen auch weiterbringen. Ja, ja. Dankeschön. Dann werden wir direkt mal, Erntehilfe weitermachen. Erdelement hätten wir hier. Da noch ein Spezialtalent rein. Hier auch noch ein Spezialtalent rein. So, fertig. Tschüss, tschüss. So. Fußspuren. Uraya Stufe 3. Das ist schon mal schön. Beobachtungsgabe brauche ich. Beobachtungsgabe. Hab ich mit irgendeiner Klinge? Bin ich mir ziemlich sicher. Vielleicht bei Nia? Da. Ah, sie ist weg. Nein. Nein. Oh je. Gibt's doch nicht. Aber Adenin hat noch Beobachtungsgabe. Gott sei Dank. Das wäre jetzt der Oberfell gewesen. Yes, I see. A positive attitude will get you through. Ah, da. Hinterher. Kann man nicht einfach auf die Karte gucken, wo es hingeht? Anstatt den ganzen Weg zu laufen? Ne? Ist doch Schwachsinn. Ja, lol. Ich glaube, hier hören die Spuren auf. Aber das ist doch... Umons Werft. Genau. Gib mir meinen Kernkristall zurück. Das ist meiner. If we're on the right track, he should be around you, yeah?
using Umon's workshop as hideout! I never dream of such a thing! That's him. Let's surround them so he can't run. Gotcha. Ah, you lot. Kid, you sure led us on a merry chase. You've wasted a lot of our time, you know. Damn it. Look at you. You're only kids. Why don't you just give back what you took? We'd rather not hurt you or anything. You're basically a kid yourself. Oi, I'll have you know I work for a living. Right, hand it over. No, you're not having it. Okay. Der hat Vogelfreunde. The core crystal is ours now. If you want it so bad, you'll have to take it by force. Well, nothing for it, I guess. All right. Aber lass mich bitte keine Kinder schlagen. Wobei Rex ist ja auch noch halb ein Kind. Wenn Kinder Kinder schlagen, ist das in Ordnung. So, let's go. Ah, Level 22, easy. Durch die ganzen Nebenmissionen und so levelt man halt auch ganz schön, ne? So, bitte einmal Photon. Bam. Leave it to me. So, hier noch aufs Näschen, dann ist der auch platt. So. Jetzt rück den Kernkristall wieder raus, Junge. Well, we took it by force. Just like you wanted us to. Titan's foot. You're all barely 10 years old. Why are you stealing from people? Look, keeping your traps shut won't help anyone. My lady, be a little more gentle. Why? They're only petty thieves. Be that as it may, they are still children. Look, I'm sure there's a reason you're doing all this. Are you just that hard up? What do you take us for? We're not some poor beggars. Okay. So it's not money you're after? Then what the hell is it they want? You should just tell everything. Rex not hurt you. Come on. We want revenge. Revenge? We're gonna avenge our village. You don't mean you were planning to awaken this blade and use it? Well, why don't you tell us the whole story? We might be able to help. Bandits attacked your village? It was just a small, peaceful village. But the bad men, just because we had water, they... Did anyone survive? Don't tell me. You're the only ones? What's your name? Me? Why do you want to know? Please, kid? It's Rhys. From Cordell Village. Cordell Village? Can't say I've heard of it. It's just a tiny village on the outskirts of Gormot. Not many people know it. Okay, Rhys. I get why you did this. But still, it's not right to steal from people.
Besides which, awakening a blade is dangerous. Do you know what happens if it fails? You never know until you try. Long as one of us manages it, that's all that matters. Sounds like you really were desperate, my boy. I assume you know the whereabouts of these bandits? There's a big cave over on Twin Trunks Hill. They use it as a hideout. Oh, Rhys, it's awful! Those scum are gonna... Who are they? Don't worry about them. What's the matter? Right, okay. The bandits are planning to attack Turrigoth. Are you sure? Yeah, we overheard one of their men talking about it in the city just now. And it was definitely one of them. It looked like they were scouting the place out. They were saying with the consul gone, now's the perfect chance to take advantage. A shrewd observation. This would indeed be the perfect time to mount an attack. Are you trying to tell me that idiot consul was actually good for something? So, this all our fault? Well, yeah. I guess we might have been the trigger. We can't sit by and let this happen. Agreed. Right. You lot, you can leave those nasty bandits to us. What? I swear, we'll avenge your village. But... Don't worry. By the way, name's Rex. Rhys, take the others and go warn the city guard. Warn them about the bandits? Nah, they probably wouldn't believe you if you said bandits were coming. So tell them about us instead. Tell them the guys who destroyed the water tower are hiding out at Twin Trunks Hill. If you say so, but why? Don't worry, you'll see. We're counting on you, okay? Okay. Ich sag euch, dieser Wasserturm wird sich durchs ganze Spiel ziehen. So, wir haben Rocks Kernkristall zurück. Wunderbar. Aber die Rache an das kleine Dorf und der Schutz von Turrigoth wird auf nächste Folge verschoben. Und wir werden dann auch Rock direkt resonieren. Aber für heute war es das. Vielen Dank fürs Zusehen und vielen, vielen lieben Dank auch für meine Kanalmitglieder. Danke, Nico Green, du Fetzt. Und danke auch an Mike's Negoya, White Tiger, Lukas und Natopia. Danke für eure Unterstützung und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.